Flüchtlinge sollen sich in der Schweiz schneller zurechtfinden, wenn sie mit einer App auf ihrem Telefon die Worte und Sätze lernen, mit denen sie sich bei Schweizern, in dem Fall Deutschschweizern, verständlich machen können. Sie verstehen alle neuen Worte aus der Situation heraus und brauchen keine Übersetzung. Und dafür geht der besondere E-Learning Award der Kategorie Integration an Jörg Hofstetter von OWAS. Vielen Dank. Ja, habt ihr zweimal abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Wer war der Initiator dieses Projektes? Nehmen Sie ruhig. Das war eine gemeinschaftliche Einreichung des Zentrum Lesen, also ein Sprachforschungsinstitut, dem Kanton und OWAS für einen Fördertopf im Bereich Bildung. Was war die konkrete Aufgabe, die ihr euch jetzt gestellt habt? Menschen, die kein Wort Deutsch können, die ersten Schritte, und zwar auf eine sehr situative, kontextuelle Weise, die Sprache Deutsch näher zu bringen. Ja, jetzt ist ja natürlich sehr spannend, wie ist dieser Lernprozess? Was wird jetzt angeboten? Wie lernt man konkret? Ja, das Ganze ist eine Smartphone-App und es stehen vier Szenarien oder vier Situationen zur Auswahl, die man in beliebiger Reihenfolge durchspielen kann, auch beliebig oft wiederholen kann. Es fängt an mit Allgemeines, auch wo auf kulturelle Eigenheiten in der Schweiz eingegangen wird. Dann gibt es den Kontext beim Arzt, wie sage ich, was mir das wehtut, den Kontext Orientierung. Wie frage ich nach dem Weg und den Kontext Einkaufen? Wie viele Lerner können damit erreicht werden? Unendlich viele. Unendlich viele. Das heißt, alle Lerner, die in der Schweiz das Bedürfnis haben, können sagen, hier bin ich, ich möchte lernen. Ja, die App ist im App Store und gratis verfügbar. Okay. Im wahren Leben lernt man ja, einer zahlt immer. Wer ist der Projektträger, der die Sache finanziert? Das ist Swisslos. Das ist ein Fördertopf, aus dem Projektträger ist das BKS, aber der Finanzierer ist ein Swisslos ist ein Fördertopf aus Einnahmen aus Casinos, die zweckgebunden für Bildungsprojekte ausgegeben müssen. Das ist eine Schweizer Eigenheit. Ja, das hört sich da ganz gut an. Machen wir noch ein Pressefoto und einen Applaus für diese tolle Projektidee und Umsetzung von OWAS.